Herr Lindner. Für Radio 58 ja. Haben Sie ganz kurz... Eine Sekunde, ja. Ja, gern. Sie sind heute hier in Hagen, um die Ehrenbürgerin der Stadt und auch hochkarätige Politikerin aus alten Zeiten zu verabschieden. Sagen Sie ein paar Worte. Ich kenne Liselotte Funke noch. Ich habe sie, da war sie natürlich schon hochbetagt, persönlich kennengelernt, habe mit ihr Briefe ausgetauscht. Sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen mit ihrem vielfältigen politischen und sozialen Engagement und damit auch ein Stück Verpflichtung für uns Jüngere. Ja, und fehlen manchmal solche hochkarätigen Persönlichkeiten, so Personen mit Ecken und Kanten in der heutigen Politik? Nein, jede Zeit hat andere Anforderungen, aber man kann das, was Liselotte Funke an Werten verkörpert hat, natürlich in die heutige Zeit übertragen. Sie war immer unbequem, hat Dinge ausgesprochen, beispielsweise damals, als es um die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in den 1970er Jahren ging. Sie hat nicht darauf geschaut, das nur zu formulieren, was heute populär ist, sondern was aus ihrer Sicht notwendig ist. Und diese Prinzipienfestigkeit, die brauchen wir auch heute und in der Zukunft weiter. Ja, viel Erfolg auch für Sie. Dankeschön. Bitte. Ja, Herr Dr. Solms, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Sie haben gerade sehr eindringlich und auch sehr mitfühlend berichtet über die große Bürgerin dieser Stadt, Liselotte Funke, eine engagierte Politikerin. Vielleicht sagen Sie uns doch mal ein paar Worte dazu. Ja, Liselotte Funke ist sicher eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Parlamentarismus, weil sie mit ihren selbstgesetzten moralischen Ansprüchen außerhalb jedes Zweifels und jeder Verdächtigung immer stand und deswegen die hohe Anerkennung über die Fraktionsgrenzen hinweg genossen hat. Sie hat sich das hart erarbeitet, in vielen Bereichen intensiv gearbeitet. Ich denke nur mal an den Paragraph 218 für die Frauen, an die Steuerreform, an die Finanzpolitik, aber auch ihren Einsatz in der evangelischen Kirche. Also in einem sehr breiten Feld gearbeitet und deswegen hinterlässt sie eine große Lücke. Und für Sie persönlich auch, Sie waren ja durchaus auch dann, wie Sie sagten, in der Lehre dieser großen Frau. Ich habe 3 Jahre für sie gearbeitet und ich muss sagen, dass ich da wirklich gelernt habe, den notwendigen Ernst in die Arbeit zu legen und dass ich noch vielfach heute an Frau Funke denke und überlege, wie hätte sie es gemacht. Braucht das Land noch mehr dieser Menschen? Ich denke, dass es die gibt. Also ich will das jetzt nicht in Frage stellen. Natürlich gibt es solche Menschen, aber sie brauchen auch Leitbilder und Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Und Liselotte Funke war ein solches Vorbild. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke. Ja, Herr Oberbürgermeister, war eine sehr bewegende, aber auch sicher angemessene Zeremonie und Stunde für die große Ehrenbürgerin dieser Stadt. Sagen Sie uns noch mal ein paar Worte. Also es ist insgesamt natürlich ein sehr trauriger Tag für Hagen. Wir verlieren wirklich mit Dr. Liselotte Funke eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Ein Menschen, den ganz, ganz viele Hagenerinnen und Hagener persönlich kennengelernt haben. Wir haben uns natürlich auch alle Mühe gegeben, diesen Rahmen entsprechend würdevoll auszugestalten, an ihr besonderes Wirken, an ihre Leistungen für unsere Stadt zu erinnern, aber natürlich auch für Nordrhein-Westfalen und für die Bundesrepublik und es auch der Familie so leicht wie möglich zu machen, diesen Weg des Abschiednehmens miteinander zu gehen. Ja, Liselotte Funke war ja nicht nur hier geboren, sie hat sich auch immer wieder nachhaltig mit dieser Stadt identifiziert. Ne? Intensiv, sie hat ja bis ins jetzt wirklich ganz hohe Alter auch Bücher geschrieben über die Hagener Stadtgeschichte, sie war hochinteressiert. Ich war damals sehr beeindruckt, dass ich das erste Mal bei ihr war, um mich persönlich vorzustellen, wie genau sie auch über die politischen Abläufe hier in der Stadt informiert war, ohne sich ja jemals öffentlich dazu zu äußern. Aber es war schon beeindruckend, wie sehr sie hier am Leben Anteil genommen hat und das hat man natürlich gemerkt und geschätzt. Und ich glaube, das ist mir heute auch durchaus so gegangen, als ich auf dem Friedhof war, kamen auch Menschen, die gar nicht zur Beerdigungsgesellschaft gehörten, um mir auch nochmal zu sagen, wie leid es ihnen tut, wie sehr sie sich gefreut haben, wenn sie Frau Dr. Funke irgendwo in der Stadt beim Einkaufen getroffen haben. Sie hinterlässt wirklich eine große Lücke. Wir werden jetzt diese Lücke mit Erinnerung füllen und mit entsprechender Würdigung. Ja, es ist schön, dass es solche großartigen Menschen dann auch gegeben hat und dass man das festhalten kann.
braucht es mehr solcher Menschen? Natürlich braucht es das. Es braucht Vorbilder in unserer Gesellschaft. Und man muss ganz klar sagen, Frau Dr. Funke war ein herausragendes Vorbild, gerade auch für die politische Klasse, die wirklich mit einem unglaublichen Maß an Geradlinigkeit, an Ehrlichkeit diesen Weg gegangen ist. In einer Zeit ja auch, als es gerade für eine Frau ganz schwer war, politisch Karriere zu machen. Und insofern, glaube ich, davon braucht es viel. Davon zehren wir. Und wir sollten es auch wirklich in ganz lebendiger Erinnerung behalten.